Tja. Ciao. Mhm. Okay. Super. Mhm. Mhm. Bis bald. Bis bald. Mhm. Tschüss. Tschüss. Guten Morgen. Ah, hallo, unsere Zockerqueen. Von Kerstin. Gracias. Wer waren die da eben? Das? Ach so, das war meine Steuerberaterin. So ein scharfes Geschoss ist Steuerberaterin? Ja, ne? Kaum zu glauben. Aber sie ist glücklich verheiratet, falls du mich wieder verkuppeln willst. Du, das ist ein Grund, aber kein Hindernis. So eine kleine Affäre? Wie bist du denn drauf? Nein, nein, die Zeiten sind vorbei. Für mich gilt nur noch die eine oder keine. Hört, hört. Dann mach dich nur lustig. Du wirst schon noch sehen, dass ich die richtige finden werde. Und wie sieht sie aus, deine eine? Das Aussehen ist eigentlich egal. Wichtig ist, dass sie humorvoll ist, dass sie weiblich ist und auf jeden Fall intelligent. Klingt nach Frauenzeitschrift. Sei doch mal ehrlich. Intelligent und weiblich, das heißt doch nicht allzu doof und ein heißes Dekolleté, hä? Falsch. Weiblich bedeutet für mich, dass sie auch mal einen ordentlichen Schokokuchen backen kann. Dass sie über meine schlechten Witze lachen kann. Und dass, wenn ich mit ihr mal poker, dass ich ihr nicht erklären muss, dass ein Ass höher ist als eine 3. Das klingt eher nach einem guten Kumpel. Also, falls du eine lustige, smarte Singlefrau mit Herz kennst, sag mir Bescheid. Bescheid? Na, dabei. Hey, Silo, magst du was essen? Ich habe ganz frische Dorade da. Nein, ich habe keinen Hunger. Rate mal, wer die neue Assistentin von David Verhaag ist. Muss mich das interessieren? Glaub mir, das wird dich interessieren. So schön, wer ist es? Konstanze? Nicht dein Ernst. Doch. Und ich verstehe das nicht. Nach all dem Ärger, den diese Frau gemacht hat. Diese Frau ist eine Hexe. Ich hatte gehofft, dass sie zusammen mit dieser Sekte verschwindet. Irgendwie muss sie es geschafft haben, David einzuseifen. Wie kann der so naiv sein, Stefano? Ja, was glauben Sie denn, wie lange wir hier rumsitzen und darauf warten, dass Sie sich melden? Nein, gut, okay, dann betrachten Sie den Auftrag als storniert. Dankeschön, Wiederhören. Meine Güte. Entschuldigung. Ach, die Krämerakten, sehr gut. Wissen Sie, wo die hin sollen? Ja, da drüben. Dafür, dass Sie erst einen Tag hier sind, kennen Sie sich aber ganz schön gut aus. Ja, das ist mein Job. Sonst wäre ich Ihrem Mann ja auch kaum eine große Hilfe. Ja, Büroorganisation war noch nie wirklich sein Ding. Darum muss er sich jetzt nicht mehr kümmern. Jetzt bin ich ja da. Ich bin Ihrem Mann sehr dankbar, dass er mir eine Chance gibt. Hey. Hallo. Du bist hier? Ich habe noch ein paar Akten im Kofferraum gefunden. Ach so. Und, alles in Ordnung? Aus, als hättest du ein Gespenst gesehen. So ähnlich. Kaffee? Frust mit Carlos? Kerstin, du kennst Carlos doch schon ewig. Ja. Und? Glaubst du, er ist ernsthaft auf der Suche nach einer Beziehung? Ist das am Ende nicht jeder? Er hat mir gerade seine Traumfrau beschrieben. Und warst du's? Eigentlich ja. Oh, Heidi. Wie Männer ihre Traumfrau beschreiben und worauf sie dann wirklich abfahren. Dazwischen liegen Welten. Das klang jedenfalls sehr ehrlich. Scharfes Gerät, die Steuerbraut. Ja, interessiert mich nur nicht. Was ist los mit dir? Ach, ich habe keinen Bock mehr auf diese belanglosen Flirts. Das musst du mir noch ein paar Mal sagen, bevor ich dir glaube. Mich kotzt es langsam an, allein zu sein. Ich treffe immer nur Frauen, auf deren Stirn steht besetzt, Problem oder ich will eine Affäre. Ach was? Irgendwo läuft eine wunderbare Frau rum, auf deren Stirn steht Carlos. Was ist im Internet? Hast du doch neulich auch wieder angefangen. Ah, da war ich wohl zu ehrlich, da kam nichts. Keiner hat reagiert? Bisher nicht. Das kann doch nicht sein. Ah ja, ich habe aber auch kein Bild reingestellt. Selbst schuld. Jeder sollte mit seinen Vorzügen punkten. Jetzt lass dich nicht so hängen und schau noch mal hier rein. Komm. Ich hab Hunger. Döner oder Pizza? Hab keinen Hunger.
Dann Currywurst. Also ich hol mir jetzt was. Hallo? Also so spackefangen geht's da lang. Auf Spielplätzen sind eigentlich nur Personen unter 14 Jahren erlaubt und ihre Begleiter. Scheiße. Na, dann kommen wir jetzt ins Gefängnis, Lea. Ich hör da mal lieber ab. Was machst du denn hier? Meine Anwesenheit ist durch eure Anwesenheit begründet, da ich fragen wollte, was ihr hier tut. Kannst du auch mal einen normalen Satz sagen? Medizinisch gesehen ist normal definiert, wenn 85% einer Population dem entsprechen. Und die restlichen 15% sind dann krank? Meinst du die Frage im psychologischen oder umgangssprachlichen Sinne? Eher im therapeutischen Sinn. Ich war selbst in Therapie, 4 Jahre. Echt? Und wie war das? Ich habe sehr viel über meinen Therapeuten gelernt. Und war dir das peinlich? Therapie ist nicht peinlich. Viele Menschen sind in Therapie. Mehr als 60% haben gelegentlich psychologische Probleme. Es gibt viele Verrückte. Therapie ist nicht für Verrückte, sondern hilft, Probleme zu lösen. Und haben sie dir geholfen? In welcher Hinsicht meinst du die Frage? Ach, nur so. Wow, nicht schlecht. Ja, aber das ist sie doch bestimmt nicht. Was willst du, eine notarielle Beglaubigung oder was? Man schreibt dir, das ist eine Granate. Die ist doch schon zu hübsch. Was, wenn die hohl ist? Immerhin hat sie mittlere Reife und bestimmt einen geilen Arsch. Ja, trotzdem, die hat mir geschrieben und sie hat noch nicht mal ein Bild von mir gesehen. Da stimmt doch irgendwas nicht. Voll Klischee. Aber eine nette Miete. Mm. Miau. Hi, Heidi. Hallo. Hi. Machst du mir ein Espresso, bitte? Ja. Und was gibt's denn Spannendes? Naja, eine Kontaktbörse. Ich dachte, Internet-Dating ist wie Fischen im Trüben. Ab und zu fängt man doch einen netten Fisch. Und? Wie läuft's? Naja, ist nicht von schlechten Eltern, ne? Ja. Na dann, viel Spaß. Tschö. Ich muss in den wilden Mann. Meine Pause ist zu Ende. Mach's gut. Du auch. Na, was wollte der Freak von dir? Valentin ist kein Freak. Der ist nur manchmal ein bisschen anders. Ein bisschen? Ein bisschen sehr, wenn du mich fragst. Also seinen Psychoschaden will ich nicht haben. Er dann bestimmt auch nicht. Dann hat er wenigstens mal ein bisschen Spaß, ja? Über 60% der Menschen haben gelegentlich psychische Probleme. Dann gehöre ich zu den anderen 40. Vielleicht sind ja die Normalen gar nicht so normal, sondern eher unnormal. Und die mit dem Problem sind die eigentlich Normalen. Mhm. Ich glaube, der Spasti ist doch ansteckend. Du solltest dringend was essen. Dein Gehirn ist unterzuckert. Ich gehe mal. Ciao. Ja. Ach, hallo, Silo. Toni? Hm? Was sagst du denn zu dem Ei, das uns dein Mann ins Nest gelegt hat? Meinst du Konstanze? Ich dachte, David hätte sich für die richtige Seite entschieden. Ja, das hat er auch. Und warum klüngelt er damit ihr? Wegen ihr hätten wir beinahe eine Sekte hierher bekommen. Was David im letzten Moment verhindert hat. Was hat er? Hey, Silo, lass es gut sein. Ich hoffe, die beiden hacken nicht zusammen etwas aus. Silo, ich verstehe, dass gerade du Konstanze gegenüber Silo, misstrauen. Zieh meinen Schwiegersohn da nicht mit rein. Stefano, man darf sich doch wohl noch mal wundern dürfen. Auf David lasse ich nichts kommen. Wer meinen Schwiegersohn beleidigt, beleidigt auch mich. Ist ja gut. So war es überhaupt nicht gemeint. Wir sehen uns später. Ciao. Tschüss. Danke, Papa.